Noch ein Gedicht aus meiner Reihe Stille Wasser sind attraktiv. Ist seit ungefähr ein paar Jahren das einzige in seiner Reihe, aber macht nichts. Es hat immer noch, das ist dieser Visionsteil im Leben, dieser kosmische Hunger. ja, es geht so. Ich bin ein Nerd, aber kein schicker Hipster, mehr ein Vieldenker, voll Hirngespenster. Ich surfe auf keiner Mode-Klischee-Retrowelle. Ich surfe im Internet, suche Lesebrillengestelle für echte Augen, um Bücher zu lesen und Texte zu schreiben und nicht um Fotos zu schießen und mich bei Facebook zu zeigen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin anders und allein. Keiner scheint mir ähnlich und keiner scheint mir nah zu sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, niemand ist wie ich. Ein Platz, an den ich passe, den gibt es für mich nicht. Aber warum fühle ich mich anders und was muss noch passieren? Ich meine, was mache ich falsch? Ich will doch bloß dazugehören. Aber wozu denn gehören? Und was soll das denn heißen, weil wir alle doch anders und dadurch wieder gleich sind? Und es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um den Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht es ums Was, viel mehr als um das Wie. Es geht doch darum, dass wir uns kennen, mehr als darum, dass wir mal einsam waren. Es geht nicht um das, was uns trennt, sondern um das, was wir gemeinsam haben. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass du kämpfst. Es geht nicht um den Takt an sich, sondern darum, dass du dancest. Es geht nicht darum, was wir haben, sondern um das, was wir draus machen. Und es geht nicht um den Witz an sich, sondern darum, dass wir lachen. Es geht nicht darum, was wir tragen, wie wir lächeln, wie wir reimen. Es geht darum, was wir sagen, ob wir echt sind, was wir meinen. Und vielleicht geht es nicht ums Happy End, sondern heute mal nur um die Geschichte. Vielleicht geht es nicht darum, ob ich anders, sondern darum, dass ich ich bin. Vielleicht geht es nicht darum, die ganze Welt zu erfassen und alles zu verstehen. Vielleicht geht es darum, Hakuna Matata zu sagen und einfach mal gerne zu leben, weil es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um deinen oder um meinen Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie. Und vor allem geht es ums Was, viel mehr als um das Wie. Und was soll das überhaupt heißen? Was soll das überhaupt heißen? Jemand ist sonderbar und eigenartig. Das sind doch bloß Synonyme für besonders und für einzigartig. Jemand sagt dir, du bist anders, dann denkt dir für dich anders. Ist nicht falsch, ist bloß eine Variante von richtig. Und wer andere abgrenzt, grenzt sich selber ein. Wer andere schwach macht, glaubt nicht stark zu sein. Ich mach mein Herz weit und lass Leben rein, weil ich dran glaube, gut genug zu sein. Und dann treffe ich dich. Und du siehst mich und du nimmst mich wahr. Bist bei mir und bist für mich da. Nimmst meine Schatten, machst die Sicht klar, machst mich wahrhaftig, machst mich sichtbar. Und auf den ersten Blick bin ich vielleicht nicht so cool. Für manche vielleicht sogar langweilig, aber ich höre dir gerne beim Reden zu und ich mag deinen Klang, weil ich dich mag und wie wir die Welt für uns drehen und dadurch wirst du für mich schön. Und ich finde meinen Platz und ich finde meinen Raum in der kleinsten gemeinsamen Schnittmenge aus deiner und aus meiner Welt. Wir sind unser kleinstes gemeinsames Vielfaches, wir sind das, was uns zusammenhält. Wir beide sind so viel mehr als die Summe unserer Teile, sind so viel mehr als die Stunden, die wir teilen, sind so viel merkwürdig eigentlich, dass ich das jetzt erst gecheckt habe, weil es geht doch um den Inhalt, viel mehr als um die Form. Es geht doch um dein oder mein Einzelfall, viel mehr als um die Norm. Es geht nicht um Physik, sondern um Fantasie und vor allem geht es ums Was. Viel mehr als um das Wie. Herzlichen Dank nochmal und einen schönen Abend noch für Sie alle. Oder euch. Danke. Dankeschön. Oh.